Captain Kidds Briefe, Bursche. Er hat einen großen Schatz versteckt und vier seiner Männer Briefe mit seltsamen Lederstücken darin geschickt. Findest du die Männer, findest du auch den Strolch. So einfach ist das. Kann ich sie mal sehen? Ha! Du magst ja Captain sein, doch besonders helle bist du nicht, was? Ich tausche mit dir. Du besorgst mir ein paar Dinge und ich gebe dir einen Brief. Dann habe ich meinen eigenen Schatz, ja? Dinge? Und was? Woher? Benutz deine Fantasie, Captain. Das Grenzland ist voll von interessantem Plunder. Okay, ich muss also interessanten Plunder finden. In der Siedlung mit Hinkebein über Kids Schatz reden. Okay. Ein Klunker finden. Interagieren. So, was können wir denn hier mal machen? Rumpfverstärkung aus Holz. Oh, das ist teuer. Zusätzliche Kanonen auf jeden Fall. Brandgeschosse. Alter Schwede. Ja, da kann man sich einiges noch holen. Aber ich denke, ich werde mir mal zusätzliche Kanonen gönnen. Was? Habe ich zwar kaum noch Kohle, aber egal, ne? So. Wohin soll es denn jetzt gehen? Risikofaktor der Route, Missionsbelohnung. Ach so, okay. Damit mache ich dann quasi die Route frei, ne? Die Jagd. Starten. Die Wirren von vor der Küste Marthas. Okay, denkst du, untersuchen halt. Machen wir das doch mal. Schau mal, was wir so... Auf was wir stoßen an der Ostküste. Ah, schön wieder auf See zu sein. Oh geil, jetzt haben wir sogar hier so ein Captain-Outfit. Selbst ein schöner Sonnenaufgang ist ein schlechtes Omen für dich. Wo sind diese Räuber? Meinem Gefühl nach auf östlichem Kurs, Richtung Küste. Okay. Miss Mandy erzählte von britischen Schiffen, die sich zwischen den Felsen sammeln und Vinyard bedrohen. Oh, was haben wir denn da Feines? Ein Schiff. Können wir das versenken? Oder was sollen wir damit machen? Achso, voll. Gefechtsstationen. Britisches Kanonenboot verfolgt ein Schiff aus Vinyard. Oh. Feuer frei! Oh Gott. Ja, ich habe die falsche Waffe verwendet. Oh verdammt, falsche Waffe hier benutzt. Jawohl, halbes Segel setzen. Boom! Fett. Jawohl, ja, versenkt. Nice. Jawohl, die zusätzlichen Kanonen haben es gebracht. Oh, da kommen sie wieder an. Oh. Ja, ja. Alter Schwede. Bam! Bereit zum Feuern! Volle Segel! Los, los! Setz volle Segel! Jawohl, ja! Kanonenboote! Gebt mir halbes Segel! Auf die Seiten! Wir müssen das zivile Schiff beschützen! Feuer! Bam, jawohl, ja. Ach, die sind hinter uns. Woo! Alter Schwede. Ja, habe ich's doch geahnt. Und ich habe wieder die falsche Waffe hier abgefeuert. So, visiert an, Jungs. Jawohl, ja. Eben. Geht unter. Bam! Sniper-Schuss hier.
Alter Schwede! Das Schiff hat schon ganz schön Feuerkraft. Oh ja. So, mal ein bisschen hier. Nein, halbes Segel. Okay. Schießt die Minen mit den Drehbassen, wenn der Gegner uns zu nahe kommt. Ei, ei. Bereit machen, Jungs! Alle Augen auf, ziehen! Oh, das lief richtig gut. Ah, verdammt, das geht wieder daneben. Jawohl, ja, ja. So. Wollen wir da mal durch? Halbes Segel, Männer! Halbes Segel. Bam, keine Chance. Oh, dafür brauche ich nicht extra die Minen hier, was? Ah. Ah, scheiße. Holt das Tuch ein. In die Mantel und Segel. Gut. Dann kann ich wieder halbes Segel setzen. Die versenke ich aber ohne Probleme hier. Wo denn? Ach da. Und tschüss. Oh, doch noch. Oh, stopp, 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 stopp. Oh. Oh, geil, das war voll dazwischen auch noch. So, die nehme ich noch mit. Ach komm, volles Segel drauf, auf. Okay. Scheiß Idee war das. Egal, aber wir haben es geschafft. Sie ist in Sicherheit, aber es ist eine heiße Jagd. Ihnen nach beenden wir die Gefahr für Martha's Vineyard. Okay. Halbes Segel! Ja! Halbes Segel! Halbes Segel! Na, den da hinten treffe ich wahrscheinlich nicht, oder? Na. Bam! Blindschuss hier. Oh, 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 oh. Das ist schlecht. Oh, das ist schlecht. Da muss ich außen rum. Ach ja, aber die Missionen gefallen mir gut. Also auch die Wassermission hier, die Meeresmission, maritime Mission sind sehr schön gemacht. Was sehe ich denn da drüben? Oh, das finde ich aber nicht nett. Und tschüss. Oh, alles ging daneben. Egal. Drehbassen sind nutzlos gegen Forts, okay. Ups. Wie denn dann? So? Jawohl, ja.
Ich schieß trotzdem drauf, auch wenn es nichts bringt. So, einmal wenden hier. Geht mit halbem Segel, glaube ich, einfacher, ne? Jawohl. Und Feuer! Scheiße! Oha, das ging ja mal fett daneben. Ach komm, bam, einfach nur so, weit ich's kann. Das hat mir gerade gar nicht gefallen, hier die Lags. Mal wieder hier so ein Lag. So sieht's aus. Ich kann ja auch nicht zielen. Jawohl, ja. Juhu! Ah, schön. Jawohl, haben wir sie zurückgejagt hier. Welchen Grund haben die Briten, Martha's Vineyard zu bedrohen? Es hat keinen strategischen Wert und die Bewohner sind friedlich. Ich fürchte, dass da etwas ganz... Ist also noch nicht vorbei, was? Doch was sie vorhaben, weiß ich nicht. Deine Befehle? Ich brauche Zeit, um das zu ergründen. Wir setzen Kurs nach Hause. Ja. Geil, haben wir hier unser eigenes Schiff und nicht schlecht. Sie sind jetzt in den Top 50 weltweit für die Anzahl zerstörter gegnerischer Schiffe. Cool. Ja, so sieht's aus. Passt irgendwie so dieses Captain Outfit. Sieht gut aus. Achso, da kann man Missionen aussuchen. Ich glaube, ich mache gleich nochmal eine. Ja, kostet alles Geld hier, leider. Hagelladung. Ein Bündel kleiner Metallkugeln, das als Munition verschossen wird. Beim Abfeuern entsteht eine tödliche, schrotähnliche Ladung, die alles in Stücke reißt. Geil. Nice. Aha. Cool. Spitzgeschoss. Ah, verbessertes Handling. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, was ist die nächste Hauptmission? Da unten ganz. Oh, Grenzland. Schnellreise dorthin. Ja, auf, nächste Hauptquest. Ich mache später noch eine Schiffmission. Erstmal möchte ich jetzt ein bisschen in der Story voranschreiten. Nochmal nach Boston. Okay. Hier muss ich lang, oder was? Nach Grenzland reisen. Ja, möchte ich. Kann gleich nochmal laden. Ich gehe mal davon aus, er hat nur in Devonport, seine Kapuze nicht auf. Adlerfedern, was?